bauen wir das Ganze hier ein. Ich habe schon mal hier das Kabel, das verlegen wir natürlich dann hier da, wo der Taster ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird sogar gut passen. Ansonsten könnte man mit der Feile nochmal hier so eine kleine Nische reinfeilen. Ich möchte es aber mal so probieren. So, fixieren das. Das Schöne ist, der Taster ist hier. Man kann die Kamera schön mittig positionieren. Ich verwende hierzu die alten Schrauben, die ja vorher auch super gepasst haben. So ist es jetzt nicht. So. Falls euch das der Anblick hier wundert, ich habe hier eine so eine Brücke entfernt, weil das bei mir dann schöner passte. So eine Plastik habe ich weggeklipst mit einem Seitenschneider. So. So, da sind wir durch. Und dann schrauben wir das Ganze mal fest. Ja, er packt schon, das ist super. So, ich bin definitiv mittig. Und das Gute ist ja, dass bei dem Wagen hier, dass ich so eine Matte drunter habe. Dadurch ist vibrationstechnisch auch nichts mehr problematisch. So. Na, fest kommt ab. Der ist fest. Und der hier ist fest. Ach, so massiv. Super geil. Schön. Das Kabel ist hinten. Das sieht man auch wirklich gar nicht. Ich habe hier bei der Kamera haben wir noch die Möglichkeit, den Winkel zu ändern. Ich tippe mal, wie viel Grad sind das? Ich vermute mal so 25, 30 Grad können wir noch den Winkel ändern. Das werde ich aber später dann mit einem zweiten Mann am besten machen, weil dann kann ich hinten sagen, hoch, runter. Sonst müsste ich andauernd aussteigen. So, jetzt können wir auch eigentlich schon unser Kennzeichen einsetzen. Und ja, das haben wir hier. Übrigens, falls sich jemand wundert, warum dieses... Weil da steht 29.01., da kam von den Zuschauern eine Frage. 29. Januar war mein erstes Video 2017. Deswegen do it 29.17. So, wir haben hier keine Haken oder sowas. Oder nichts, was wir abnehmen können. Hä? Okay. Wie kriegen wir das Ding da rein? Das passt ja überhaupt gar nicht. Boom! Jetzt haben wir schon das erste Problem. Ist das vielleicht für chinesische Autos? Sind die Kennzeichen kleiner? Also ich sehe hier gerade diese Kunststoffnippel hier. Hier vorne. Ach, ich glaube, das ist okay. Okay. Steht nirgends in der Anleitung drin, aber das wird es wohl sein. Wo ist denn mein Seitenschneider hin? Ah, also bis hierhin. So, Kennzeichen geht jetzt rein. Aha, oder? Ja. Boah, also schwer geht. Doch, das dürfte. Da hinten ist so eine Art Feder, glaube ich. Ja. Boah, komm, Baby. Ein paar Millimeter. Also hier drin, hier ist er drin auf der Seite. Mhm. Na komm. Nehmen wir mal hier ein kleines Behilfsmittel. So. Komm, da ist er. Ja. Alter Verwalter, das muss man erstmal wissen. So, jetzt aber der ist. Also da hinten scheint eine Feder zu sein. Ja, genau. Ich hoffe, wir verdecken nicht zu viel, aber nein, eigentlich. Ne, man kann das Kennzeichen gut lesen. Ja, ich weiß, Freunde, mein TÜV ist abgelaufen. Ich muss zum TÜV. Super, gut. Der liegt auch gut da drin. Nö, alles okay. Nee, kann man gut lesen. Also da dürfte keiner was sagen. Und vor allen Dingen, es sieht gut aus. So, dann gehen wir wieder nach drinnen und zapfen das Ganze mal an, damit er auch Strom kriegt. Bis gleich.
So, Freunde, ich war jetzt mal so frei und habe schon mal ein paar Sachen durchgemessen und habe auch schon Zündungsplus gefunden. Und zwar an unserem Wischermotor, Heckwischermotor. Wir haben hier einmal den Stecker für unseren Taster vorne und unsere Beleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung. Nur hier ist der Saft natürlich logischerweise nur da, wenn man das Licht einschaltet, weil dann erst die Beleuchtung an ist für die Kennzeichenbeleuchtung. Jetzt haben wir hier aber den Wischermotor und der Wischermotor hat viele Kabel, das ist sehr gut. Wir haben auf jeden Fall vier Kabel hier drauf und ich habe schon gesehen, wenn ich euch jetzt mal so ein bisschen, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich glaube, so kann man es sehen, ne? Ohne dass es reflektiert. Oh, ich hoffe einfach mal, ihr könnt es sehen. Also hier ist jetzt der Stecker, den auch typisch VW abziehen, ohne dabei drücken und abziehen. So, dann nehme ich hier Minus. Minus ist der vierte Außen, das habe ich schon gerade getestet. Und ich habe jetzt gerade den Schlüssel drin. Also im Moment ist das Fahrzeug aktiv, bereit für den Start, beziehungsweise Zündung ist an. Und wenn ich jetzt drauf gehe, dann sehen wir dort 12 Volt. Ich hoffe, ihr seht es. So, wir haben das hier dran und wir haben 12 Volt. Jetzt werde ich den Schlüssel rausnehmen und wir messen das gleiche nochmal. So, den Schlüssel habe ich in der Hand. Ich schließe das Fahrzeug jetzt ab. So, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und jetzt halten wir das nochmal da dran an die beiden. Außen Minus. Und der zweite 0 Volt. Wir haben also hier Zündungsplus. Perfekt. Und zwar sind das genau diese beiden hier. Der dickere ist hier, der dünnere rechts. Minus, Plus. Perfekt. Und um das Ganze ganz, ganz einfach zu gestalten, Freunde, habe ich mir das hier gekauft. Packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Das sind Stromdiebe. Ganz einfach, ganz simpel, ohne Löten, ohne irgendwas. Hier drin ist es trocken. Wir haben keine Feuchtigkeit und deshalb können wir das hier verwenden. Und zwar braucht man nur die Kabel nebeneinander legen, in diese Führung von einer dieser Diebe, die nennt man auch Abzweigverbinder, einlegen, den Verbinder zusammendrücken und schon ist die Verbindung hergestellt. Wirklich sehr, sehr praktisch und vor allen Dingen haben wir hier in diesem Paket für 10 Euro ganz, ganz viele Größen. Die roten sind für 0,5 Quadrat bis 1,5 Quadrat und die blauen für 1,5 bis 2,5. Perfekt. Bei dieser Größe nehmen wir 0,5 bis 1,5 und die machen wir jetzt dran, sobald ich den Akku getauscht habe. Der ist schon wieder am Leuchten. Bis gleich. So, Freunde, so sieht der Sender aus, den wir hier haben. Wir haben hier die beiden Anschlüsse für unsere Kamera, die ja jetzt nun angeschlossen ist, beziehungsweise fest installiert ist. So, einmal das Gelbe für die Video, also das ist die Bildübertragung und das Rote für die Stromversorgung. Dann haben wir hier das Teil mit einer... den Sender mit einer LED, wo wir auch gleich sehen können, ob wir alles richtig angeschlossen haben. Und ein üppiges Kabel mit zwei Anschlüssen für unsere Spannungsversorgung. Und das werden wir nun tun. Wir werden mit dem Stromdieb oder Abzweigverbinder, nennt man es ja auch. So, jetzt sind beide Verbindungen hergestellt. Und wir können das Ganze jetzt hier verschließen. Um so sicherzustellen, dass kein Kurzschluss stattfindet. Wie gesagt, das Kabel ist sehr, sehr dünn. Deswegen ist das ein bisschen schwer gewesen gerade. Oder es hat länger gedauert. So, jetzt baumelt hier schon unser Sender rum. Und ich würde sagen, so, na, jetzt sollst du da mal in die Kamera. So, jetzt kann man es wunderbar sehen. Endlich habe ich es hingekriegt, dass die euch mal anstrahlt. Ja, jetzt werde ich hier den Schlüssel. Ich mache mal die ganze Geschichte auf. Noch leuchtet nichts. So sollte es auch sein. Und wenn ich jetzt den Schlüssel reinstecke, müsste sie leuchten. Und sie leuchtet. Wunderbar. Wir haben hiermit Zündungsplus. So kann es nicht passieren, dass uns die Batterie leer gesaugt wird, falls das Auto aus ist und wir dann ja, hier die ganze Zeit den Sender mit Strom beliefern. Perfekt. Ich mache das jetzt schön. Ich habe hier ein paar Kabelbinder. Dann werde ich das ein bisschen hier verstauen. Platz haben wir ja wirklich üppig genug. So, dann werde ich unsere Einheit hier, die jetzt auch mal getrocknet ist, super, die werde ich dann wieder dran montieren. Und wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Ich bin jetzt soweit fertig mit der Verkabelung. Alles ist sehr, sehr massiv und sehr stabil. Ich habe hier an diesen Stellen überall Kabelbinder dran gemacht. Der Sender befindet sich hier unten drin und ist wirklich auch fest. Und was mir aufgefallen ist, hier sind so Führungsschienen, wo auch die Kabel mal befestigt waren, die sind alle vergammelt gewesen. Das war alles locker, das habe ich auch alles mal neu befestigt. Hier haben wir genug Platz,
von unserem Deckel, um hier die Klemmen einfach so zu lassen. Hier den Stecker habe ich auch drauf. Das hat, wie vorhin schon gesagt, super gepasst mit dem Kabel und der Dichtung. Die wird nur minimal zur Seite gedrückt und das Kabel ist durch. Sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle kann die das Verdeck wieder drauf, also die Kunststoffverkleidung. Und das machen wir mal eben. Wir müssen darauf achten, hier sehe ich auch noch ein Fehler. Das ist nämlich das, was ich gerade meinte. Und zwar, ich hoffe, das kann man sehen. Hier, schaut mal. Normalerweise gehört das Kabel da rein und es ist raus. Und deswegen machen wir da auch noch einen Kabelbinder hin. Gut, dass es aufgefallen ist, weil das löst natürlich unnötige Vibrationen aus. Und toll, jetzt sind mir die Kabelbinder ausgegangen. Eine Sekunde. Und schon haben wir einen Batzen Kabelbinder. Da machen wir jetzt einen drauf, damit das auch wieder toll aussieht und vor allen Dingen keine Geräusche macht beim Fahren. Irgendwelche Vibrationen oder irgendwas, keine Ahnung. Das wollen wir nicht, wenn wir das schon mal so auseinandernehmen. Die Türverkleidung bei mir werde ich auch noch auseinandernehmen, Freunde. Und zwar ist mir da was aufgefallen. Vor allen Dingen nach dem Folieren ist mein Türgriff auf der Fahrerseite nicht mehr funktionstüchtig. Da ist nämlich etwas abgebrochen. Aber das habe ich auch schon bestellt, dürfte die Tage kommen. So. Überschuss ab. Dann gucken wir auf der anderen Seite, ob das genauso ist. Zack und zack. Ja, das war wohl früher mit diesen Bändern hier dran, mit diesen klebenden Bändern, aber das klebt nicht mehr. Ne, hier ist es noch dran. So, lassen wir das. Perfekt. Ja, dann machen wir das wieder drauf. Wow, wie schlecht der Specht. So, die Löcher habe ich... Ah, so. Das fühlt sich doch gut an. Das fühlt sich sehr gut an. Schön überall abdrücken. Und natürlich haltet mit der Hand oben entgegen. Nicht, dass ihr die ganze Zeit auf die Dämpfer drückt. Das wäre natürlich fatal. So, hier rechts und links, glaube ich, müsste man es einfach nochmal reinhauen. Der ist auch drin. Super, dann machen wir unsere Kappen wieder drauf für unsere Beleuchtung. Falls wir die mal wechseln sollten. Super. Dann haben wir hier die Kappe von unserem Warndreieck. Dort gehören wieder die zwei Schrauben rein. So. Dann nehmen wir unser Warndreieck, hängen das wieder da oben rein. So. Verschließen das. Kappe drauf. Fertig. Dann haben wir nur noch zwei Schrauben und zwar befinden sich in diesen Türgriffen. Rechts und links. Ganz einfach. Und Nummer 2. So, wir können langsam ans Testen gehen. So, was mir jetzt noch aufgefallen ist, da muss ich vielleicht noch mal schauen. Und zwar der Abstand, damit ich an den Taster komme. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Es geht. Also wenn ich jetzt so, ne, also schließt, alles super. Ich komme dran mit den Fingerspitzen, aber wenn es mich arg nervt, dann setze ich einfach das Ding nach dem um eine Windung nach unten noch und das war's. Aber sonst, wenn wir jetzt mal so schauen, alles super gerade, alles super fest. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach vorne und starten mal den Motor, wollte ich schon sagen, die Zündung. Oh, ich bin so heiß, ich bin so heiß. So, was wir sehen müssten, sollte das hier sein. So, Schlüssel habe ich in den Tisch. Zack, zack. Opa. Ah, ich bin ein glücklicher Junge. Wenn das jetzt funktioniert, natürlich. So, Schlüssel rein. Jetzt hat das Ding Saft. Warten wir, bis das Radio startet. Ah, nee, das habe ich ja schon ausgemacht. Stimmt. So. Bremse drücken. Rückwärtsgang. Aha. Und das funktioniert nicht. Warum nicht? Es funktioniert nicht. Ja, Freunde, jetzt werdet ihr euch wundern, warum ich anders angezogen bin. Ich war noch mal dran. Und zwar war das so enttäuschend. Ich musste noch mal dran. Ein Tag ist vergangen. Es regnet schon seit, keine Ahnung, wie viel Uhr durchgehend. Und zwar war das Problem,
Das Problem, die sich Chinesen. Nein, die Chinesen verwenden ja immer gerne dieses ultradünne Kabel. Die Verbindung war weg. Nachdem ich die Kappe unten drauf gemacht habe, war die Verbindung weg. Das heißt, ich habe das Ganze nochmal ausgebaut und das Ding ist zwar wirklich, funktioniert ungemein gut, aber das Kabel ist einfach zu dünn. Und deswegen hat er teilweise den Kontakt verloren und das war das, was mich so enttäuscht hat. Es funktioniert einwandfrei. Boah, ich werd krank. Nein, wir waren erst krank. Hinten habe ich alles wieder zusammengebaut, so wie wir es gesehen hatten schon. Und ja, Freunde, es funktioniert. Und zwar, wenn ich jetzt auf den Rückwärtsgang gehe, papa, haben wir unser Bild. So, was wollte ich jetzt noch machen? Und zwar, ich habe ja gesagt, dass also diese Hilfslinien, ich zeige das euch mal so, diese Hilfslinien sind standardmäßig dabei. Ne, die bewegen sich auch nicht, die sind einfach da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Einstellungen gehe und gehe dann zum Beispiel auf, irgendwo müsste erweiterte Einstellung sein. Einen Moment. Hier im Bereich K unter extra Einstellungen sind hier so Dinge wie zum Beispiel Rückfahransicht spiegeln. Wenn ich da drauf drücke, wird das Bild gespiegelt. Na, also gerade hat der Kinderwagen, das Bobbycar so geguckt. Ich zeige es euch nochmal, indem ich es ausmache. So. Ne, seht ihr anders? Also so ist es ja richtig. Es ist jetzt nicht gespiegelt. Ich will es auch lieber so lassen. Was für den einen oder anderen natürlich interessant sein würde, wäre, ist zum Beispiel die Rückfahrlautstärke. Das heißt, wenn wir Musik hören und schalten den Rückwärtsgang ein, dann wird die Lautstärke entweder komplett ausgeschaltet oder man dämpft das, die Lautstärke auf 5 zum Beispiel. Wenn ich jetzt also Musik hören würde, dann würde der Sound um minus 5 Lautstärkestufen heruntergesenkt. So, Rückfahrkamera, Kurvenanzeige. Das ist nämlich das, was ich meinte mit dem Lenkwinkelsensor. Also wenn ich lenke, deswegen habe ich auch den Motor an, damit ich euch das mal zeigen kann. Wenn ich jetzt nämlich den Kollegen einschalte und gehe in den Rückwärtsgang, dann habe ich zusätzlich Linien. Seht ihr das? Und wenn ich jetzt lenke, dann sehe ich, wie diese Linien mitlenken. Ups. Da habe ich jetzt den... Na, auf jeden Fall ist ein Gadget, was man gerne natürlich benutzen kann. Ich persönlich brauche es nicht, deswegen werde ich es wieder ausschalten. In Kombination mit Parkradaranzeigen kann ich das auch noch machen. Parkradaranzeigen ist, glaube ich, sogar... Rückansichtshilfe, was ist das nochmal? Ah, da macht er nochmal Linien, seht ihr? Aber das ist doppelt gemoppelt. Oh, mein PDC blinkt die ganze Zeit, piept die ganze Zeit, wenn ich das mache. So, läuft auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt rückwärts fahre, das ist ungefähr ein Meter. Na, muss ich Bremse mal ausschalten. Ja, da muss ich die Kamera auf jeden Fall noch mal einstellen. Weil wenn mein PDC blinkt, habe ich, also wenn er durchgehend piept, wartet mal. So, jetzt sind es noch circa 30 cm. Ups, ich mache mal die Handbremse wieder rein. Also Bobbycar ist ja schon längst verschwunden, ist aber auch ein kleines Ding. So, und jetzt gucken wir mal hinten, wie weit wir entfernt sind. Schaut mal. Guck mal da, der Millimeter. Ja, mein PDC hat jetzt das Ding nicht erfasst, sondern hier die Entfernung. Aber wie geil. Ja gut, die Kamera kann ich natürlich noch weiter runterstellen vom Winkel. Aber auch geil. So ein Stück, ein Zentimeter. Freunde, drauf geschissen. Mit den Einstellungen, da schaue ich mir nochmal genau an, wie es mir am besten passt. Aber da muss ich mich an größeren Objekten orientieren als so einen kleinen Bobbycar. Ach, ein Happy End. Prösterchen. Wetter ist scheiße, ich gehe hoch, schneide das Video zu Ende. Und wir sehen uns morgen, Freunde. Euer Mr. Durch. Bis dann. Ciao.